Also falls mal irgendwas mit Leder kommt, wo wir Leder quasi bräuchten, haben wir en masse Leder. So wie Holz. Oh, warte mal. Oh, halt, stopp. Also da brauchen wir uns, glaube ich, in der nächsten Zeit keine Gedanken machen wegen Leder. Und wir kriegen halt immer wieder Leder, ne? So ist es jetzt nicht. Da ist noch Zink, das habe ich übersehen. Sammelt er auch? Bisher noch nicht. Wo hatten wir denn eigentlich den Pilz nochmal gefunden gehabt? War der auf einer Insel? Also womit wir die kleinen Scheißerchen füttern können. Ich glaube, den hatten wir irgendwo auf einer Insel gefunden, ne? Holz, 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 Ente, 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 Ente. Immer wieder der Blick zurück ist wichtig. Oh, da kommt irgendwas. Not enough space. Oh. Ich hätte gern Fernglas. Das sieht aus, als wäre da wieder so eine Blockade, die auf uns zukommt. Oh, wieso habe ich den Backpack denn hier? Warte mal. So. Oh, er hat gesammelt. Ja, Friedhelm, mein Bester. Du bist der Beste. Danke. Ja, noch grinst. Hallo, Friedhelm. Na? Mein kleiner süßer Scheißer. So, ich würde sagen, wir füllen mal wieder unsere ganzen Ressourcen auf. Alter, Leder. Hier ist auch schon alles fast voll mit Leder. Zink haben wir zwei Kisten voll, ne? Ja. Holz weiß ich auch beinahe nicht mehr wohin damit. Wir sollten noch eine Kiste bauen. Aber da müssen wir ihn umbauen. Oder wir lassen es einfach mit dem Holz. Und wir sammeln gar kein Holz erstmal mehr. Kann ich hier changen? Füll mal hier ein bisschen was rein. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, trinken, essen. Weißt du was? Komm, ganz ehrlich. Dann fülle ich hier nochmal ein bisschen Holz rein. Einfach, weil wir es können. Ich hatte noch irgendwas gesehen, ne? Oh, da ist schon wieder... Nee, Holz, lass es liegen. Ist mir scheißegal. So, Holz. Attacke. Feuer frei. Bam, bam. So, Nahrung. Trinken. Können wir unsere Rüstung aufwerten wieder, ne? Wir haben, weil, wenn da gleich ein Kampf ansteht, können wir theoretischerweise eigentlich wieder, hier, use. So, was hast du denn Schönes? Einmal Wood, zweimal Wood. Und du hast nochmal zweimal Wood. Das ist ja ganz toll. Ist ja nicht so, dass wir genug Holz haben. Toll, Wood. Ich will kein Holz mehr. Ich hab genug Holz. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, Attacke. Auf geht die wilde Reise. Scrap Metal nehme ich mit. Wie gesagt, Holz lasse ich jetzt eiskalt liegen. Ja, da bin ich jetzt rigoros. Aber es bringt nichts, uns die Taschen voll zu knallen, weil wir ja auch aktuell kein Dings bauen. Also wir könnten bauen einen weiteren eine weitere Kiste und so, aber sehe ich nicht, weil wir ja, wie gesagt, erstmal ein bisschen sparen wollen, auch was Scrap Metal angeht. Deswegen würde ich tatsächlich erstmal ein bisschen auf sparsam gehen. Oh nee, da ist wieder so ein Ding. Da kriegen wir Ressourcen. Wie viele Wellen halten wir aus? Wir überlegen, ob wir da vielleicht doch mal noch ein Dings bauen. Wenn wir jetzt da dieses Level haben. Wisst ihr? Das ist doch dieses, wo wir diese verschiedenen Wellen haben. Wo wir dann mehr Ressourcen kriegen und so. Da könnte man ja mal ausprobieren. Ob wir nicht einfach sagen, hey, wir bauen uns zwei Metallplatten, die nehmen wir mit. Und dann jalla Abfahrt, oder? Und dann testen wir das einfach mal. Ob wir das schaffen. So zwei, drei Runden. Beim letzten Mal war, glaube ich, zwei Runden gemacht. Ich würde vielleicht mich trauen, drei Runden zu machen. Einfach just for fun. Wie?
So, wir sind am Bahnhof angekommen. Man könnte auch eiskalt einfach dran vorbeifahren, ne? So. Was brauchen wir denn dafür nochmal? Das war eine Workbench, glaube ich, ne? Ja. Hierfür bräuchten wir Leder und einen Sterilisierer. Wir brauchen einen Stahlbarren. Das heißt, ich stelle mal 3 her. Dann können wir 3 Metallplatten bauen. Ich weiß, wir verbrauchen wieder. Wir verbrauchen jetzt wieder Scrap Metal, aber es ist irgendwie eine endlose Reise, wie es nun mal so ist. Ach, das ist doch ärgerlich. Dann fange ich jetzt hier oben auch mal an mit Essen, ne? Oder beziehungsweise unten. Dann machen wir hier 2 Essenskisten. Und 2 Getränkekisten. Sollen wir das so machen? Ja, würde ich sagen. Was habe ich gesagt? 3 Barren? Ja, 3 Barren. Dann stellen wir 3-mal Metallplatten her zum Schutz. Da können wir zwischendurch nämlich aufrüsten, uns. Diese Ringe, ne? Ja, Scrap Metal. Diese Ringe, ganz ehrlich, haben wir aktuell gerade gar nicht. Pack ich weg. Mach Müll nur das... Oh nein, nicht wieder Wood. Müll nur das Inventar voll, aktuell. So, wir haben wieder Holz. Und Scrap Metal. Ganz ehrlich. Wenn wir schon dabei sind. Ja, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir vielleicht doch nochmal ihn umbauen da hinten. Hier, ihn hier. Ich weiß noch nicht. Müssen wir mal gucken. Weil, wie gesagt, das Holz wird jetzt unser großes Problem werden. Dass uns das immer den Inventar vollmüllt. So, dann warten wir dann mal eben ganz schnell. Dann kann ich nochmal eben schnell was trinken. Ganz klammheimlich. Das wird bestimmt lustig. Ja, gut. Dann schauen wir doch mal. So, 4 Iron Plates. Holz haben wir in Tash. Problem ist halt, wenn wir jetzt da Ressourcen kriegen und mein Inventar schon wieder so voll ist. Was machen wir denn da? Können wir noch irgendwo hier vielleicht was reinpacken? Ja, pass auf, Change. Pack mal hier 5 Stück rein. Dann haben wir die schon mal raus. Dann haben wir 6 noch in Tash. Da hinten können wir nichts reinpacken. Hier ist auch voll, glaube ich, ne? Ja. Okay, kommt. Ich würde sagen, let's go. Rein mit dem Arm! Da kommen jetzt auch andere Gegner. Du hast doch einen Vogel! Ich muss sagen, das Spiel ist so großartig. Es ist unfassbar faszinierend. So, Reward. Fight. Natürlich Fight. Was denn sonst? Ich hoffe, wir haben alles mitgenommen. Wo spawnen die denn jetzt? Muss los. Ciao. Welle 1 complete. Wuhu. Das ging ja gut, aber wir brauchen Munition, ne? Das Problem ist, wir haben halt nicht viel Munition. Wir kriegen hier nichts an Munition geschenkt. Wir hätten vielleicht selber was bauen sollen. Was ist das denn da oben? Ist das irgendwas zum Sammeln? Nein. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch 2 Runden. Mindestens. Fight. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1, let's go.
Ist denn noch einer? Hä, ist das einfacher wie letztens? Kommt das so vor, als ob es einfacher ist wie letztens? Irgendwo ist noch einer. Aber wo? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Der ist irgendwo festgebackt, glaube ich. Ah, ist er festgebackt. Was? So. Ja. Let's go. Hier da oben auf der Brücke ist, glaube ich, ganz guter Spot. Oh nein, ich habe keine Muni mehr. Ahahaha. Ciao. Ja, drei. Das war's auch mit Munition. Die Waffe ist echt geil, aber wir hätten echt Munition gut gebrauchen können. Mache ich noch eine Runde oder nicht? Oh, Munition! Oh, irre! Warte mal! Moment! Oh, 30 Schuss! Ich glaube, wir machen noch eine Runde. Auf jeden Fall. Was ist das denn da hinten? Was ist das für ein Vieh da hinten? Aua! Aua! Ich hab mir... Nein! Uah! Die schießen ja auch jetzt! Lass mich mal rennen! Da muss ich aber los. Ja, dass sie schießen ist uncool, aber es war ja klar, dass irgendwas kommt. So, irgendwo ist nur einer, der am Ballern ist, ne? Den muss man, glaube ich, ganz zum Schluss nehmen. So, Welle 4 complete. Ich brauche Munition, Herr Kollege. Habe ich leider nicht, aber ich würde gerne einmal hier usen, weil wir ein bisschen gelitten hatten. Mist, wir haben keine Munition mehr. Scheiße. Mache ich noch eine Runde oder nicht? Eine Runde traue ich mich noch, komm. Oh, es gibt eine Kiste. Alter! Die eine Runde mache ich. Auf jeden Fall. Bin weg, ciao! Oh, oh, oh! Na, lauf! Oh, die werden schneller, ne? Uhuhu. Ich weiß, ich muss, Dings. Ich hab nicht mehr viel Schutzschild. Lass mich! Use mal bitte die Platte, danke. Na! Aua! Ist das der, den ich denke? Es ist der, den ich denke. Oh fuck, ich wollte gar nicht runterspringen. Leck mich fett. Aber schaffen wir, glaube ich. Da ist der andere.
Einer ist noch übrig. Weißt du, oh, wo ist der? Oh, der ist hinter mir. Munition wäre schön. Wir kriegen sogar Munition. Was sehr nice ist. Not enough space. 30 Schuss. Die sollten wir uns vielleicht aufheben für Dings. Die Munition. Wir würden nochmal 4 Dings kriegen. Eine Runde mache ich noch. Das war's. Wuhu. Oh, die haben mehr Leben. Oh, fuck. Geh aus dem Weg, Mann. Muss los. Puh. So, warte mal. Muss mal ein bisschen jetzt hier taktisch gucken. Hinter mir. Wow. Ernsthaft? Spawnt er einfach hinter mir? Really? Okay, das mit dem Zielen ist ein bisschen schwierig bei mir. Ich habe kein gutes Aiming, ihr wisst es. Ich habe Munition, die ich gebrauchen könnte? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, ein Metall voll. Ah. Aber gut, dass Munition zwischendurch droppt. Das ist ganz nice. Die Schnellen haben wir Gott sei Dank weg, ne? Sind nur noch die, die schießen. So, der kommt hoch, dann gehe ich runter. Oh, da sind 3 noch. Sind es nur noch 2? Ja, ja, schieß dir mal. Also die sind nicht schnell, ne? Die sind halt nur gefährlich, was sie halt schießen können. Alter, 6 Wellen. Geil. So, ich würde sagen, wir haben alle Schilde verbraucht. Das war auch gut, dass wir welche gemacht haben. Das heißt, ich würde sagen, wir taken die Rewards. Ich hoffe, wir können alles mitnehmen. Und was Scrap Metal? Was passiert denn, wenn wir nichts mitnehmen können? Und wo ist die Kiste? Hallo, wo ist die Kiste? Mir wurde eine Kiste versprochen. Ach, da. Munition kriegen wir aber jetzt nicht nochmal irgendwie, ne? Das finde ich aber schade. Ah, wir müssen zusehen, dass wir vielleicht demnächst mal tatsächlich dann eigene Munition mitnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, haben wir alles, ne? War jetzt doch nicht 10? 12 mal Scrap Metal? Wieder Holz? Ja gut, aber immerhin, ne? So, 6 Runden waren das. Die waren anstrengend, die wurden jetzt schwieriger. Man hat es gemerkt. Aber immer noch machbar. Aber sie waren machbar, muss man sagen. Sehr schön. Nochmal dahin könnte man, haben wir ja ausprobiert, aber es bringt halt nichts, ne? Gut. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Scrap Metal auf Tash. Sehr schön. Nicht viel, aber immerhin etwas. Die Kiste müssen wir öffnen lassen im Depot. Ah, das Problem ist, wir werden Besuch kriegen wie in der Kiste, ne? Ich habe die im Backpack. Ich werde die, glaube ich, auch nicht irgendwie droppen oder so. Ich lasse sie einfach in der Tasche. Oh, das mit dem Holz geht mir ein bisschen auf den Keks. Oder ob wir einfach die Holzkisten erneuern. Die hier zumindest, die kleinen.
hier unten, weil das sind ja kleine Kisten, dass wir die einfach austauschen. Dass wir einfach sagen, komm. Nein. Warte mal. Eva had a hammer. The hammer in the morning. Not enough space, ne? Ja, ich weiß, I know. Weil je größer der Karton, wollte ich gerade sagen, die Kiste, der Container, desto mehr kriegen wir natürlich rein, logisch. Natürlich ist unser Inventar voll. Wir brauchen zwei Schrauben. Wir haben zweimal Scrap Metal. Ja, ich weiß, ich nutze jetzt wieder unser Scrap Metal, was wir haben, aber egal. Ganz ehrlich. Ich will die Kisten erweitern. Weil dann haben wir auch ein bisschen Platz wieder für Holz. Wir finden ja, wir kriegen ja auch immer so viel Holz hier von unseren Kollegen und alles. Das ist, ja. Take. Ja, dann können wir hier nochmal ein bisschen was platzieren. Einen neuen Blueprint. Wir haben aber kein... Ah, wir haben keinen Platz zum... Oh, Alter. Was machen wir denn da? Ich platziere mal hier ein bisschen Holz hier rein, ne? Einfach, weil wir es können. So, wir brauchen Schrauben. Jede Menge Schrauben brauchen wir. Wir brauchen noch mehr Scrap Metal. Noch viel, viel mehr. Ah, das ist aber eine Ressource, ey. Das ist unfassbar. Ah. Diese ewige Last mit Scrap Metal. So. Immer gleich in den Ofen, damit ich nochmal Holz reinschmeißen wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Aber gut, Holz haben wir ja genug, ne? So ist es ja nicht. So, Holz. Also, einmal, zweimal. Dann können wir da nämlich auch schon mal Holz reinpacken. Sehr schön. Der war schon neu. Hier unten war alt, ne? Genau. Komm, gib mal her. Eva had a hammer. The hammer in the morning. The hammer in the evening. Deconstruct. Deconstruct und deconstruct. Und dann einmal bitte Blueprint. Heißt also, wir brauchen... Okay, wir brauchen noch... drei Stahlbarren. Okay, und dann brauchen wir noch Schrauben in der Menge. Achso, wir haben kein Scrap Metal mehr, ne? Ja. Und schon ist Scrap Metal weg. Fast. Mal eben hier den hier, ne? Wir lagern mal eben um. Boah, Gott sei Dank muss man hier nicht umziehen, ne? So wie bei anderen Survival-Games. Überleg mal, man müsste erst umziehen, wenn man wieder ein Zuhause gefunden hat. Man hat das Zuhause ja quasi immer mit. Was ja eigentlich ganz geil ist. Irgendwie ganz cool, muss man ja sagen, ne? So, wir brauchen drei Schrauben, ne? Ja, drei Schrauben, glaube ich. Und dann der Rest war, glaube ich, nur noch backen. Dann haben wir das eigentlich soweit. Ich bin gespannt, was in der Kiste ist. Bin so gespannt. Ich bin vor allem, würde mich mal interessieren, wie weit das geht mit den Wellen. Also, wie viel Wellen man da wohl machen kann. Das wäre mal interessant zu wissen. So, fertig. Ach, wir brauchen ja noch mehr. Oh. Wir brauchen noch mehr. Schrauben, glaube ich, auch. Wir brauchen noch zweimal Schrauben. Ja, wir brauchen noch einen Barren und zweimal Schrauben. Einen Barren können wir noch herstellen. Dann haben wir das eigentlich fertig. Sehr schön. Ich stelle also wirklich nur einen Barren jetzt erstmal her. Weil, wie gesagt, ich würde gerne Scrap Metal sammeln. Gut, dass wir die Ressourcen hier hatten, dass wir das gemacht haben. Und auch ein paar Runden mehr. Also sechs Runden haben wir überlebt.
6 Runden. Wir hatten 4 Schilde, ne? Oder waren es 5? Da kam sogar so ein Selbstmörder angelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der eine Gegner kam dann ganz neu dazu. Das war so einer, der explodiert. Gut, dass wir den erledigt hatten. So, warte mal. Holz. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. 46 Holz. So, ich und mein Holz. Ja, guck mal an. Ja, schau mal. Alles voll. Und wir haben einen leeren Container noch. Ja. Er hat Scrap Metal dabei. Was hat hier unser Friedhelm? Zweimal Wood. Sehr schön. Nein, da. Oh, wir haben nichts an Scrap Metal mehr, ne? Wir müssen unbedingt sammeln. Das war jetzt leer, ne? Ja. Ja, das war leer. Okay. Sehr schön. Gut. Ich würde sagen, wir düsen weiter. Obwohl. Ich würde sagen, wir machen eine klitzekleine Pause. Und dann geht's weiter in diese Richtung. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Runde Void Train. Es bleibt spannend. Mal gucken, wo die Reise uns hinführt. Ob wir vielleicht wieder was ganz Neues entdecken. Vielleicht kommt ja wieder unser geheimnisvoller Sprecher. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Also schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt Void Train. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten. Tschüss.